Rein. Und ich muss mich diesmal ganz, ganz herzlich bedanken bei den Kollegen des aktuellen Sportstudios in Mainz. Ich bin nämlich Samstag nach Mainz geflogen und die haben dann nach der Sendung noch eine Sonderschicht eingelegt und uns dazwischen gelassen. Recht herzlichen Dank, liebe Kollegen. Waren alle sehr müde, aber haben es gemacht und das fand ich ganz toll. Das rote Lämpchen leuchtet und der Junge, den ich da getroffen habe im aktuellen Sportstudio, der ist eigentlich so kurze Geschichten wie unser kleines Interview überhaupt nicht gewohnt. Normalerweise macht er nichts unter 5,5 Stunden und 5 Sätzen. Und es ist unschwer zu erraten, keiner wird mehr gerätselt haben. Michael Westphal, ich grüße dich. Michael, über den Krimi mit Thomas Schmid, glaube ich, müssen wir nicht mehr lange reden, über den 5,5 Stunden Krimi. Das ist reichlich getan worden. Ich habe in der letzten Woche mehrfach mit dir telefoniert. Vor 3 Tagen waren wir in Toulouse. Vor 2 Tagen waren wir in Monaco, das heißt du. Heute bist du in Mainz im Sportstudio, da habe ich dich auch erwischt. Und in 2 Stunden bist du in Basel, da spielst du ab übermorgen wieder Tennis. Da war ich gestern auch noch, ja. Bei einer Saison, die 12 Monate dauert, kommt da nicht irgendwann der Moment, wo du sagst, mein Gott, jetzt was anders, weg mit dem Tennisschläger für 4 Wochen und nichts hören und sehen? Sicher gibt es die Zeit, deshalb mache ich auch ungefähr 6 Wochen im Jahr Urlaub. Und die Zeit kommt meistens im Dezember. Und dann lässt du den Tennisschläger zu Hause? Lass ich zu Hause, nur spiele alle 14 Tage dann mal, um ein bisschen Touch zu behalten. Ich habe natürlich Freunden von mir erzählt, die mich gefragt haben, wen hast du denn diesmal, wer ist denn diesmal dein Prominenter? Habe ich gesagt, Michael Westphal. Und besonders die Weiblichen haben dann gesagt, boah, toll, Wahnsinn. Merkst du jetzt so an der Reaktion deiner Fans, vor allem der Weiblichen, wie erotisch der Erfolg macht? Das will ich nicht sagen. Wo du plötzlich überall in der Zeitung zu sehen bist und alle sagen, Mensch. Davon habe ich noch nichts gemerkt. Das ist ja auch erst 1 Woche her. Außerdem habe ich ja eine feste Freundin, von daher interessiert mich das auch nicht so. Naja, ich habe nicht gesagt, dass du da unbedingt darauf reagieren musst. Ich meine ja nur, ob du es von den Reaktionen deines Publikums hörst. Nee, habe ich noch nicht gemerkt. Auch jetzt nicht in Toulouse. Hast du das Gefühl, beim Publikum wussten viele, was sich da vorher in Frankfurt abgespielt hat? Ja, es war überall im Fernsehen. Auch die Franzosen haben es empfangen. Von daher merkt man schon, dass der Bekanntheitsgrad sehr gestiegen ist. Man hat dir oft vorgeworfen, dass du auch Sinn für andere Dinge hast, neben dem Tennis. Ich muss sagen, ich empfinde das eigentlich mehr als Kompliment, wenn man einem Sportler sagt, der interessiert sich auch für andere Sachen. Welchen Stellenwert hat da die Musik? Ja, okay, wir haben relativ viel Zeit in den Hotels und da hören wir eigentlich schon sehr viel Musik, ja. Also mit Walkman und in Konzert oder so kommst du aber nicht mehr? Kommt drauf an, wenn man in der Stadt ist, wo ein Konzert ist, ein gutes Konzert, dann geht man nochmal ins Konzert. Wen hast du zuletzt gesehen? Wen habe ich zuletzt gesehen? David Bowie in München. Nun, David Bowie ist in dieser Hitparade nicht drin, der war auch noch nicht da, will auch nicht Deutsch singen. Du hast dir trotz deines Stress die 7 Titel angehört, in aller Ruhe, und hast dich für einen entschieden. Und jetzt würden wir gern wissen, welcher von den 7 Titeln ist der Titel, bei dem Michael Westphal sagt, das ist mein Ding. Das ist Vienna Calling von Falco. Das ist Michael Westphal. Und jetzt